Das Leben auf unserem Planeten ist voller Reichtum und Vielfalt an Form, Funktion, Schönheit und Vernetzung. Es ist dieser Reichtum, der es unseren Ökosystemen ermöglicht, uns mit Nahrungsmitteln, Sauerstoff, Wasser, Rohstoffen, Medikamenten und anderen Ressourcen zu versorgen. Schönheit und Reichtum der Artenvielfalt auf der Erde wird im Museum für Naturkunde Berlin in einer Biodiversitätswand mit mehr als 3000 Tieren dargestellt. Lassen Sie uns einige wenige Beispiele anschauen. Chamäleons, was für Tiere! Voneinander unabhängig bewegliche Augen, eine lange Fangzunge, zungenförmige Füße, ein Greifschwanz und natürlich die sprichwörtliche Fähigkeit, ihre Farbe zu ändern. Rochen. Faszinierende Unterwasserflieger. Mit 1,80 Meter Länge ist der chinesische Riesensalamander geradezu unglaublich groß. Sein Lebensraum, klare Gebirgsgewässer in China, ist bereits zu über 90% zerstört. Das Riesenschuppentier aus West- bis Zentralafrika. Es wird stark bejagt, sowohl als Nahrung und weil ihm Heilkräfte nachgesagt werden. Wird es bedroht, kann es sich zu einem Ball zusammenrollen. Der Schnabeligel ist ein Säugetier, das noch Eier legt. Nachdem die Jungen in einer Bauchtasche der Mutter geschlüpft sind, saugen sie Milch, ganz wie Menschenkinder. Der Zwergplumlori ist ein wunderbares baumbewohnendes Tier aus Südostasien. Es kann von giftigen Hundertfüßlern, Raupen und schwer verdaulichen Baumsäften leben und ist ein Lieblingstier unseres Museums. Die Vorfahren der Pfeilschwanzkrebse lebten bereits vor 450 Millionen Jahren auf der Erde. Einst weit verbreitet, haben nur 4 Arten bis heute überlebt. Ihr blaues Blut ist in der Medizin extrem nützlich. Man kann damit kleinste Spuren von Bakteriengiften nachweisen. Der Name ist nicht schwer zu merken, wenn man das Tier und seine Schnabelform genau betrachtet. Der Schuhschnabel aus Afrika. So wie viele Tiere ist er durch Jagd und Lebensraumzerstörung bedroht. Kiwis sind kleine flugunfähige Vögel. Ein Nationaltier Neuseelands zu sein, bewahrt einen allerdings nicht davor, durch die eingeschleppten Raubtiere wie Katzen, Hunde oder Ratten bedroht zu sein. Die Artenvielfalt der Erde war immer gefährdet. In den letzten 500 Millionen Jahren haben mehrere kleine und 5 große Aussterbeereignisse stattgefunden. Dabei wurden zwischen 30% und 90% der Arten auf der Erde vernichtet. Die meisten dieser Ereignisse wurden durch rasche Klimaveränderung verursacht. Doch die biologische Vielfalt wurde durch natürliche Prozesse auch wieder regeneriert, allerdings in vielen Hunderttausend bis Millionen von Jahren. Heute ist die Vielfalt des Lebens wieder in Gefahr. Aber dieses Mal sind wir selbst die Ursache. Unser Bedarf an Land, Nahrungsmitteln, Energie und Rohstoffen verändert den Planeten dramatisch. Einige Wissenschaftler erwägen, unsere Zeit als neues geologisches Zeitalter zu benennen, das Anthropozän. Wenn wir unser Verhalten ändern, würde die Natur sich erholen, so wie sie es in der Vergangenheit getan hat. Dies benötigt jedoch sehr viel Zeit. Vielleicht würden dann unsere Nachfahren wieder in einer ähnlich reichhaltigen und bunten Welt leben, wie wir sie selbst vorgefunden haben. Wir müssen nicht die Natur retten, aber um unseren eigenen Kindern und Kindeskindern zu helfen, müssen wir unsere natürlichen, geologischen und biologischen Ressourcen besser verwalten. Das Museum für Naturkunde Berlin unterstützt diese Arbeit. Bitte unterstützen Sie uns.